In diesem Anwendungsvideo geht es um eine digitale Schieblehre. Ich habe also hier einmal eine digitale Schieblehre und damit kann ich Innenmessung machen, zum Beispiel hier den Innendurchmesser einer Unterlegscheibe. Hier könnte ich Außendurchmesser messen, zum Beispiel den Außendurchmesser einer Unterlegscheibe, und mit dieser Messmöglichkeit der Tiefen, dem Tiefenmessstab hier, da kann ich Tiefenmessung machen. Ich könnte also zum Beispiel messen, wenn das jetzt hier eine Bohrung wäre in irgendein Material, könnte ich messen, wie tief geht diese Bohrung ins Material, und würde das hier dann so hochheben, würde dann hier das Ganze ablesen und hätte hier festgestellt, 10,26 mm ginge das Ganze ins Material. So, wie können wir diese Schieblehre eben richtig einstellen? Und zwar, wenn wir sie aus einer Verpackung nehmen, wie zum Beispiel einer Schutzhülle hier aus diesem Material, dann können wir einmal hier die Schieblehre einschalten, digitale Schieblehre, wenn wir einmal hier auf On-Off drücken, und dann sehen wir, wir haben hier einmal eine Anzeige und würden einmal schauen, ob die Messfläche, die wir hier haben, ob da auch kein Metallspan dazwischen ist, damit hier wir ein wirklich gutes Messergebnis haben, dass, wenn wir hier zusammendrehen, dass wir hier dann auch 0 haben. Und zur Sicherheit drücken wir noch einmal in dieser Stellung, wo das die Schieblehre richtig geschlossen ist, drücken wir einmal auf Zero. So, und hier würden wir zum Beispiel sehen, wenn wir hier zwischen Licht sehen würden, wenn wir das gegen Licht halten, dann würden wir feststellen, dass hier zum Beispiel eben, dass die Messflächen abgenutzt wären. Also man zeichnet nicht mit einer Schieblehre an, wenn man das jetzt hier so sieht. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Hier, ich sehe es jedenfalls hier. Wenn hier also etwas Weißes dahinter ist, dann dürfte also kein Lichtspalt mehr sein. Aber der Lichtspalt muss ja so sein, dass hier kein Lichtspalt ist. Wenn hier ein Lichtspalt ist, dann ist das Messergebnis auch nicht richtig. Also wenn hier unten, sieht man ja, dann wäre hier, das wäre ein Messspalt. Und wenn der hier oben wäre an dieser Messstelle, dann würde ja hier etwas fehlen von dieser Messerschneide hier, wo man mit misst. So, wir können also jetzt einmal diese Messung machen. Und wenn wir jetzt, das Besondere an einer Digitalschieblehre ist auch, wir können an einer x-beliebigen Stelle, können wir sagen, das soll jetzt der Bezugspunkt sein, und würden dann die gelbe Taste 0 drücken. Dann wäre also das jetzt der Bezugspunkt. Wenn ich jetzt also hier auf 0 drücke, habe ich hier den Nullpunkt, und jede Messung, die ich machen würde, die kleiner wäre, wenn ich also hier zusammenschiebe, würde im Minusbereich sein, also von diesem Punkt, Nullpunkt, den ich jetzt hier gesetzt habe, und jede Messung, die größer ist als dieser Bezugspunkt, das wäre dann ein positiver Wert, und positive Werte werden ja ohne Plus angezeigt. Das wäre ein positiver Wert. So, das Ganze kann ich also so machen, wenn das leer sein sollte, die Knopfzelle, die hier drin ist, dann kann ich hier mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher kann ich das öffnen und kann dann eine entsprechende passende Knopfzelle dann hier richtig einsetzen. Dann kann ich wieder damit weiterarbeiten. So, ansonsten mache ich diese ganze Schieblehre wieder zusammen, damit hier keine Beschädigungen so stattfinden können, und drücke einmal auf Off wie aus und packe das Ganze dann einmal wieder in diese Verpackung rein, und damit habe ich diese Schieblehre geschützt, denn das ist ja ein wertvolles Messwerkzeug, auch wenn sie mittlerweile nur 9,95 € kostet. Deswegen ist trotzdem eine super Qualität, weil diese digitalen Sachen doch heutzutage sehr günstig hergestellt werden. Ja, das war schon das ganze Video. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.